Ja, ich bin Erhard Christian Schettiger, ich bin der Stadtteilvorsteher hier im Stadtteil Böckler Siedlung Bogenhagen. Und wir eröffnen heute im Grunde das Jubiläum 70 Jahre Böckler Siedlung mit einem Stadtteilfest. Das heißt, wir sind auch gestern schon gestartet mit einem Gottesdienst. Wir haben gestern Abend die Doppelzentner als Musikgruppe gehabt, als musikalischen Einstieg. Und wir sind heute an dem Tag jetzt der Ereignisse aller Aktiven hier innerhalb des Stadtteils dabei. Der Teil des Jubiläums, das heißt die 70 Jahre zu dokumentieren. Ein Stadtteil, der auf einem ehemaligen Militärflugplatz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, um dort Flüchtlingen ein Zuhause zu bieten. Das ist die Böckler Siedlung. Das ist das, was wir feiern. Und das ist etwas, was wir ganz besonders in Erinnerung halten wollen, weil es auch dazu beiträgt, heute noch Identifikation mit dem Stadtteil, mit der Siedlung, mit der Böckler Siedlung dann wahrnehmen zu wollen. Es ist bedauerlich, dass vor 2 Jahren tatsächlich unser Planer und Einrichter dieses Stadtteils mit gesegneten 102 Jahren, Georg Fellmann, gestorben ist. Sonst hätten wir tatsächlich noch einen Zeitzeugen der allerersten Stunde, der dies gestaltet hat, hier dabei gehabt. Es ist bedauerlicherweise so, aber wir wollen uns ja gerne daran erinnern und wir wollen auch gerne diesem Stadtteil weiterhin diese Aufmerksamkeit und Engagement entgegenbringen, mit vor allen Dingen dem Hilfspunkt, der hier vor Ort sehr aktiv ist und im Grunde mit den Bewohnern dieses Stadtteils, die sehr gerne hier auch wohnen. Danke. Also 70 Jahre Böckler Siedlung, das ist eine Erfolgsgeschichte. Vor 70 Jahren wurde sie eröffnet, davor war hier ein Flugplatz gewesen. Jetzt leben hier Menschen und sind Wohnungen. Und in den 70 Jahren wurde die ganze Böckler Siedlung auch noch mal einmal grundsaniert. Die Menschen fühlen sich ja wohl und ich freue mich, mit den Böcklerianern und Böcklern heute hier zu feiern.